Hallo, ich bin He-Man und Heiko hat heute keine Zeit, darum springe ich ein. Ich kann leider nicht Gitarre spielen. Okay, kann man weitergehen jetzt, ja. Ja, davor hat Heiko mich gewarnt. Fehlermeldung. Skeletor ist dafür verantwortlich. Los geht's. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Was ich mitbekommen habe, ist, dass hier dieser Thronsaal muss gebaut werden, damit Prinz Heiko seinen rechtmäßigen Titel bekommt. Dann soll ich hier vielleicht Fußboden verlegen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ich soll das irgendwie baulich Castle Grayskull vielleicht angleichen. Warum stehen hier Bäume im Lagerraum? Wer baut denn sowas, sag mal? Die Pilze hier, achso, die sind zur Beleuchtung. Okay. Das Bett ist frei. Hier schlafen. Hier schläft ein Herr Nussi. Okay. Ich glaube, das ist der meinen ganzen Merchandise immer kauft. Hier ist ein Herr Carsten und DeForscht. Sehr gut, ja. Hier liegt ein toter Esel. Den können wir mal aufsammeln, weil auch tote Esel können gegessen werden. So, sehr schön. Und ich glaube, ich sollte auch Batterien bauen, hieß es. Gucken wir mal, ob wir Batterien bauen können hier. Batterie. Geht doch. So, super Batterien. Und ja, gucken wir mal, ob das hier jemals fertig wird. Ist aber ein schöner Thronsaal. Jetzt schlafen wieder alle. Okay, habe ich auf schnell gestellt, ja. Herr Jefin hat ein, ups, medizinischer Notfall, Raptor, ah! Kommt der her? Kratznarbe. Was ist denn da der medizinische Notfall? Extremer Hitzeschlag. Okay. Da müssen wir ein Temperatursenkdings hier reinbauen am besten. Und zwar möglichst flott. So. Immer noch 34 Grad. Ist ein bisschen warm. Ich meine, es gibt Gebiete auf Eternia, da ist es wärmer als 34 Grad. Aber schlafen würde ich da auch nicht wollen. Ist schon wieder dieser eine Stromausfall scheinbar. Ach du Scheiße. Was hat er denn da gemacht? Er hat den Thronsaal dahin gebaut, wo die Windmühle ist. Das ist natürlich ungünstig. Da müssen wir vielleicht hier Ersatzwindmühlen hinbauen. So zum Beispiel. Okay. Also man kann natürlich nicht, wenn man Windmühle hat, dann soll man da nicht ein Gebäude mitten vorbauen, weil das hält ja irgendwie so ein bisschen den Wind auf. Sehr logisch. Okay, schauen wir mal. Hier geht los. Kriegen wir alles hin. Übrigens, auf Eternia, unsere Energie, die wir die ist zu 94% erneuerbar. Okay.
Vielleicht sollten wir hier auch mal so Kühlung reinbauen. Das wäre eventuell eine Idee, oder? Aha. Ah, siehst du, hier die Dorfbevölkerung vergnügt sich am Hufeisenstand. Wurfgedöns. Hier ist auch viel zu warm drin. So viel Holz haben wir nicht mehr. Ah. Die kann man nicht aus anderem Kram bauen, ja. Vielleicht hier? Nee. Propanherd. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Stadtfilmabend Halloween Extravaganza. Ich hoffe, dass mir heute nicht die Software abstürzt, wie das irgendwie schon die letzten paar Mal passiert ist, weil das wäre ätzend und darum... Nimmt er auf? Ja, er nimmt scheinbar auf, das ist gut. Jetzt muss nur noch irgendwie das Spiel mal losgehen. Vielleicht hätte ich erst Aufnahme drücken sollen, als... Super. Die Fehlermeldung. Sehr gut. Haben wir hier irgendwas Neues an Fehlermeldungen? Nein. Sieht immer noch alles. Alle Übersetzungen sind von diesen Leuten. Okay. Immer noch das gleiche. Okay. Spiel laden. Lup. So. Hier sehen wir wieder. Es hat sich noch nichts geändert hier. Von diesen ganzen Sachen hier haben wir relativ wenig momentan im Spiel. Aber wir schauen mal, dass wir das jetzt zum Ende der Woche ein bisschen spannender machen. Vielleicht können wir an den Einstellungen des... okay, also hier wird immer noch der Thronsaal gebaut. Genau. Und hier haben wir so einen roten Schleim. Ja, das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Der einzige, der hier... Abscheuliche Schlafsaal. Grundbesitzertitel erhalten. 8. Richtig gemütlich. 8. Abscheuliche Schlafsaal. Wo schläfst du denn, sag mal? Hier. Okay. Kommode aus... Haben wir hier noch irgendwas von? Kommode aus Stahl. Silber. Bone-Kommode. Knochen-Kommode. Knochen-Nachttisch.
Und wir brauchen Böden. Bonefloor 3. Ich glaube, dafür haben wir nicht mehr genug, oder? Bone Ash. Nee. Stahlfliesen können wir bauen oder Beton, aber Beton ist sehr hässlich. Leider keine normalen Steine hier mehr. Schade, ja, gut, dann ist das halt, wie es ist. Aber was wir machen können, ist vielleicht hier von den Möbeln, können wir noch einen Blumentopf hier reinstellen. Aus Knochen. So. So, Strom haben wir mittlerweile auch. Wölfe gibt es hier. Ist sehr gruselig. Okay, Kerstin und Carsten wieder bei der Arbeit. Okay, und der Raptor. Das Lagalvolk. Wollten wir den eigentlich rekrutieren? Ja, wollten wir. Immer noch abscheulich, der Schlafsack. Also müssen wir was mit den Böden machen, aber warte mal, jetzt haben wir 20 Malaria. Nussi und Nunu haben Malaria. Igittigittigitt. Ja, dann müssen wir hier vielleicht mal so ein paar Krankenbetten reinbauen. Ne? Und vielleicht auch Licht. Momentan ist hier gar keins. So, und dann vielleicht auch Strom. Und vielleicht sollten wir hier Stahlfliesen reinmachen, wenn das das Krankenhaus ist. So, also... Sag mal allen, sie sollen sich selber verarzten dürfen. So. Immer noch abscheulich, okay. Was. Wo ist denn hier das? Das Licht ist da oben. Okay. Noch keiner gebaut. So, dann wollen wir mal gucken. Hier passiert mir zu wenig. Okay. Szenario-Einstellung. Optionen. Erzähler-Einstellung. So. Also, den haben wir hier. Machen wir mal Blut und Staub. Okay. Sehr schön. Immer noch abscheulich als Schlafsaal, aber...
Behandlung benötigt. Ah, okay. Nunu behandelt sich selber wieder. Ich glaube, wir brauchen mehr von den Steinen hier. Schon ist der Schlaf so eindrucksvoll, sehr gut. Was zur Hölle? Wie groß werden die Dinger? Okay. Solaranlagen, sehr gut. Also wir brauchen jetzt bald mal Geschütztürme können wir schon bauen, sehr gut. Mikroelektronik, das wäre dann der nächste wunderbare. Ja, 3, also können wir davon 5 bauen. Moons of Gurumium. Any werewolves with active transformations will be triggered at that time. Wenn wir rausfinden, ob einer hier ein Werwolf ist. So, vielleicht. Nee, geht wieder nicht. Wenn wir hier jetzt Licht machen, was eigentlich vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, dann würden hier die Pilze eingehen. Insofern lassen wir das. Eselfleisch ist im Lager verdorben. Wer ist denn hier unser Koch? Keiner. Okay. Sagen wir mal Kerstin. Heiko. Wer kann denn hier? Kerstin hat genauso wie Jefim einen Hang zum Kochen. Das können wir mal ausnutzen. Und Carsten soll nur forschen momentan. Nunu ist unsere Chefärztin mit Nussi zusammen. 16? 18, ja, meinetwegen. Das ist eine sehr merkwürdige Parallelwelt. Markus und ich bauen mal. Nussi soll gärtnern. So. Wer macht Bergbau? Alle machen Bergbau. Waldarbeit machen auch alle. So. Guti. Oh, warte.
Da sind die Dolium-Großhändler. Mal gucken, ob wir ihnen was abkaufen können. Ziegen. Devil Sheep-Fleisch. Pflanzenfleisch. Bauteile. Bauteile bräuchten wir. Können wir uns nicht leisten, ne? Grimoire of the Occult. Kostet leider nichts. Hm. Können uns gar nichts leisten hier, verdammte Hacke. Kerstin inspirierte Rekrutierung. Dann Aufsehen. Sollen wir nur Kerstin machen jetzt? Was ist hier los? Okay. Cool, Fleisch umsonst. Ja, da haben sich die Karawane hat sich mit den Wölfen angelegt. Wie das Karawanen so tun. Den könntest du mal Raptor bekehren. Yes. Nackte Kolonisten, Raptor. Ja, kann ich nichts für. Du bist hier ohne Kleidung angekommen. Aber wir können vielleicht mal Leder, haben wir ja schon ein bisschen, einen elektrischen Nähtisch bauen. So, Arbeit, Raptor. Das wird mal Raptors Bett. So, oh je, yeah, Raptor. Können wir für Raptor nicht irgendwas zusammenkleistern, irgendeine schnelle Kleidung bauen hier, Aufgaben, Stammeskleidung, ja, kann man hier viel machen, zack, bringst du das hin? Er hat sich das jetzt selber angezogen. Oder was? Toll. Okay. Aber wie warm ist das eigentlich draußen? 40 Grad, um Himmels Willen. Hier. Bisschen sehr Climate Change ich hier schon.
So, wir müssen hier, brauchen wir auch, meine Güte, wir haben nichts mehr zu essen. Nichts mehr zu essen, hier wächst nichts. 65% gewachsen, das dauert ewig, bis hier irgendwas fertig ist. Okay. Okay, Wildtiere. Blattschrimp, Riesenschwelle. Leguan, die können wir jagen. Und die Ratte. Bei allem anderen weiß ich nicht, ob man das essen kann. Oh wow, der Reis ist fertig. Der erste Reis ist fertig. Sehr gut. Was? Warum? Gott, im Himmel, endlich Nahrung. So, aber hier brauchen wir jetzt langsam mal Maschinenteile, damit wir den Kühlschrank zum Kühlschrank bauen können hier. Das sind Stahlreste. Das können wir hier alles auseinanderbauen. Das ist alles Zeug für umsonst. Was da irgendwo Maschinenteile. Ich glaube, die kann ich hier gar nicht sehen, weil die so eine ähnliche Farbe haben wie das Gestein. Kann das sein? Das wäre eher ungünstig. Okay. Gucken wir einfach, bis wir was finden.
Okay, das sieht jetzt nicht so spannend aus. Naja, immerhin haben wir ein schickes Krankenhaus, das fast eindrucksvoll ist, aber ansonsten, das Dumme ist hier, shit, wir brauchen eine elektrische Küche, weil wir haben kein Holz mehr. Wir könnten diesen abreißen, dann bleiben vielleicht ein paar übrig. Da ist ja der Thronsaal im Weg. Oh, Stahlreste in einem Meteoriten. Okay, na gut, da stand keiner. Ein Materialbauteil? Ich habe doch hier... Ist nur ein Bauteil dabei rausgekommen, das ist ja ätzend. Oh, hier, das ist, glaube ich, Maschinenreste. Was ist das hier? Ein Anima-Baum. Wolf jagt Jefim. Hat er diese Ellenbogenklinge, soll er das damit machen? Sehr gut. Okay, nach diesem kleinen Drama haben wir jetzt, glaube ich, auch schon wieder die Zeit. Und darum sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Hoffentlich klappt dann alles. Hoffentlich stürzt das Programm nicht ab hier. Es geht ja noch. Ich merke gerade, der Ton kommt nicht über den Kopfhörer, wie er eigentlich sollte, sondern über den Lautsprecher. Ich muss mir mal anhören, wie sich das anhört. Timmerwolf, ja, Kerstin, meine Güte, was ist hier los mit den Timmerwölfen? Sehr gut.
Jetzt frisst der eine Timmerwolf den anderen Timmerwolf. Was ist los mit denen? Genau, Kerstin. Ja, unmittelbare Gefahr abgewendet. Wie gesagt, dann schauen wir mal, was das wird und wie sich diese Folge überhaupt anhört mit dem Ton, der aus dem Lautsprecher kommt. Vielleicht klappt das ja sogar besser. Mal sehen. Okay. Spiel. Speichern. Machen wir mal einen neuen Spielstand zur Sicherheit. So. It's close to midnight, and something's evil lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, sorrow looks you right between the eyes. You're paralyzed, so paralyzed. Save you from the beast about to strike.